Ja? Das sagen Herr Baron, Herr Dr. Heine. Soll reinkommen. Keine Kopie diesmal, nur nach niemandem zu spielen. Verstehe. Ich bitte eine halbe Stunde nicht zu sprechen. Kaffee? Kaffee. In diesem Haus haben die Menschen eigenartige Missbildungen am Rücklauf. So? Außer Ihnen natürlich. Bezahle gut. Stört Sie das nicht? Die Köpfe immer so von oben, immer nur die Perücken. Sie sehen gar nicht den Hass in Ihren Augen oder die Angst. Das interessiert mich nicht. Hauptsache, Sie machen Ihre Arbeit. Und betteln Sie nicht an, ja? Sie Ärmster, ich habe Mitleid mit Ihnen. Was nützt Ihnen das ganze Glück? Der ganze Reichtum, die ganze Macht in diesem Leben. Sie werden doch nicht in den Himmel kommen. Es sei denn, es gelingt Ihnen, ein Kamel zu finden, das durch ein Nadelöhr geht. Nur das nicht. Dann wird er ja alle reich sein. Bravo, das könnte von mir sein. Ich schenk's Ihnen. Wenn Sie nicht verraten, dass es von mir kommt. Einverstanden. Für ein paar Nordbahn-Aktien. Meinetwegen. Vorher müssen Sie noch etwas für mich tun? Natürlich. Sie wissen, ich bin korrupt. Ein gewisser Steinmann soll ein Buch über mich geschrieben haben. Ein übles Buch. Ein realistisches Buch vermutlich. Ein antisemitisches Buch, glaube ich. Wenn es gut geschrieben ist... Mir natürlich ist das egal. Ich werde Campe schreiben, er soll es aufkaufen. Das heißt, so ganz egal ist es mir natürlich nicht, was über mich geschrieben wird. Sie lassen sich ja auch einiges einfallen, liebe Heine. Großrabbiner vom rechten Seenufer, Geldritter, Versailles der absoluten Geldherrschaft. Und Balzac. Balzac macht aus mir den skrupellosen und geldgierigen Nüssingen. Ärgert es Sie wenigstens? Sie sind gegen mich und trinken meinen Kaffee. Und Sie geben mir Kaffee und lassen mich gegen Sie sein. Ich finde Sie amüsant und geistreich. Und meine Frau mag Sie. Das wissen Sie. Du hast keine Pointe mehr heute? Schade. Ziehen Sie jetzt Ihre Aktien wieder zurück? Von Ihrer Sorte möchte ich gern noch ein Dutzend dazu kaufen. Und wie wollen Sie uns dann mit Gewinn wieder loswerden? Tag, James. Oh, Heine, Sie Treulose. Warum waren Sie nicht bei meiner Soiree in der Vorwoche? Madame, ich bedauere, ich war krank. Die alte Geschichte? Leider ja. In London soll es einen Nervenspezialisten geben. Ich weiß. Und? Warum lassen Sie nicht kommen? Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Arzt umsonst zu einem Poeten. Du bist geschmacklos. Nein, er hat recht. Wenn es auch schlecht formuliert war. Wissen Sie, dass man Sie den witzigsten Franzosen seit Voltaire genannt hat? Ich habe das Gefühl, ich bin überflüssig. Ich muss mich um profane Dinge kümmern. Ich erwarte den Minister der Finanzen. Der Baron James Rothschild ist eifersüchtig? Nicht doch. Gefühle sind meine Sache. Oh, fast hätte ich vergessen, lieber Heine. Nächsten Monat haben wir Hochzeitstag. Könnten Sie nicht für uns ein nettes Gedicht machen? Aber natürlich, mit Vergnügen. Vielleicht ein Gedicht über den Arbeiteraufstand in Lyon? Oder ein Stück, wie die schlafende Bestie Armut der ganzen Bürgerkomödie und den Börsentragödien ein Ende macht. Vielleicht gefällt Ihnen aber auch etwas in der Art wie... Noch ist alles still, ein matter, gähnender Friede. Nur ein leiser, monotoner Tropfenfall ist zu hören. Das sind die Zinsen, die unaufhörlich hinabträufeln in die Kapitalien, die beständig anschwellen. Man hört richtig, wie sie wachsen, die Reichtümer der Reichen. Dazwischen das leise Schluchzen der Armut. Manchmal klirrt etwas. Es hört sich an wie ein Messer, das gewetzt wird. Hören Sie auf, das ist ja schrecklich. Sie sind ja krank. Entschuldigung, Madame, ich wollte Sie nicht aufregen.
So kenne ich Sie gar nicht, Heine. Sie haben zu viel Fantasie. Natürlich.